Jo Freunde, was geht ab? Da sind wir wieder mit einem neuen Video. Und zwar ist es ein 120 zu 1. Klar, wenn die Gegner wieder dumm wie Strohwanse. Ziele sichern. Es ist mit der MP7 erspielt. Magazinerweiterung, Schalli und Tag 45 als Secondary. Perks, Hardliner, Geistfähigkeit, Gewandtheit. Scorestreaks, Warthog, Lodestar und Swarm. Nils, bist du mit dabei? Natürlich bin ich mit dabei und ich habe auch unser heutiges Thema mitgebracht und das sind Tiere bzw. Tierphobien. Jawohl! Und Yeah, Tiere! ihr fragt euch bestimmt, wie wir darauf gekommen sind. Also das war so. Eines Nachts, wir sind so ganz gemütlich am Zocken und auf einmal ist der Admin weg, so auf Skype. Dann, Scharfschütze 2 Minuten erledigt! später, Vorrang! so ruft er wieder an: ach du Scharfschütze Scheiße, erledigt! wie ich bin auf meinen Vorrang! Tisch gefallen. Und dann, der Fernseher ist nur an, ich muss den ausmachen und alles, traue ich nicht mehr in das Zimmer rein. Ich so, ja, aus Spaß, einfach. Ich helfe dir, dann die zu suchen, ich gebe dir Rückendeckung. Und dann haben wir die Cam angemacht. Und dann hab ich das so heimlich aufgenommen. Adnan wusste nichts von. Habe ich das aufgenommen, wie Adnan da Angst vor der Spinne hat und versucht, seinen Fernseher auszumachen. Gibt es ein 5-Minuten-Video von. Ich weiß ja nicht, ob ihr das sehen wollt. Ist auf jeden Fall richtig lustig geworden. Und Problem ist nur, ich habe so eine Demo-Version von so einem Aufnahmeprogramm, womit ich das halt aufgenommen habe. Und da steht immer dick und fett Demo-Mode in der Mitte. Das fuckt auf jeden Fall ziemlich ab und ich denke mal nicht, dass ihr das so sehen wollt, wenn dann nur Demo-Mode in der Mitte steht. Ich guck mal, ob ich es so anders hinkriege. Und versuche mal das wegzumachen. Dann werden wir es auf jeden Fall hochladen. Ansonsten eure Meinung könnt ihr auch dazu schreiben. Und ja, jetzt erzählen Sie mal, warum du eigentlich so Spinnen nicht so magst. Warum ich Spinnen nicht mag, das ist doch voll klar, Mann. Die sind doch so hässlich klein, Digga, und so richtig winzig und die krabbeln überall. Kennst du das, Digga? Man hasst das einfach. Man will nicht, dass die auf einen Körper sind, weißt du? Man hasst das einfach, wie die krabbeln, Alter. Hast du denn Angst vor Spinnen oder magst du die einfach nicht? Nee, Mann, nicht Angst. Es ist einfach nur Hassen, Junge. Hass. Es ist Hass. Ja, in dem Video sah es aber aus wie Angst. Ja, das ist, ich weiß nicht. Aber es ist keine Angst, Junge. Na gut, ich kann nicht verstehen, die kommen immer von überall, von oben, unten. So eine Scheiße, Mann, ich war so schön am Zucken, Digga. Im Gegensatz zum Tiger. Das Schlimme an einer Spinne im Gegensatz zum Tiger ist, der Tiger oder ein Elefant kann nicht von überall kommen. Eine Spinne kann aus jeder Ecke kommen, von oben, unten. Auf einmal kribbelt es bei dir, du hast eine Spinne auf dem Arm. Digga, die ist doch einfach nur hässlich, Mann. Die Hälfte der Leute denkt jetzt so während des Videos an Spinnen und dann auf einmal kribbelt es so am Arm oder so. Naja, egal. Auf jeden Fall. Da fällt mir noch ein Tier ein, bevor ich so richtig Schiss habe, aber nur halt unter bestimmten Umständen. Ihr kennt das bestimmt auch, ihr lauft auf der Straße lang, keine Ahnung, geht in die Stadt oder so. Dann kommt euch ein anderer Fußgänger entgegen, der mit einem riesigen Hund. Aber irgendwie war der komischerweise zu arm, sich eine Leine zu kaufen, obwohl der so einen riesigen Hund hat. Dieser Hund ist dann irgendwie ein bisschen hyperaktiv. Ich weiß ja nicht, ob die spielen wollen oder dich gerade auffressen wollen, kann man nie so unterscheiden. Wenn die dann bellend auf dich zugerannt kommen, ich hab da immer so Panik, wenn es ein großer Hund ist. Weil mir ist das schon mal passiert, da kamen wir so vom Hockeytraining mit dem Fahrrad, sind so relativ schnell den Berg runtergefahren, auf einmal ist ein riesiger Schäferhund hinterher gerannt. 100, 200, 300 Meter bestimmt. Und so richtig Schiss. Und seitdem passe ich immer so auf, was so mit den Hunden so abgeht. Ist immer so vorher Blickkontakt aufnehmen und dann weißt du immer so, was wenn dir abgeht. Ja, dann hast du noch eine lustige Geschichte auf Lager oder war es das schon über die Tiere? Ich denke mal, bei den Tieren war es das schon so. Lustige Geschichten habe ich nicht, außer das mit der Spinne, Alter, wo du es live miterlebt hast. Wollen wir uns dann nochmal bedanken? Und wofür? Für unsere 5000 Abonnenten möchte ich mich nochmal persönlich bedanken. Und ich denke, der Nils möchte sich auch nochmal bedanken. Und ebenfalls für die 500 Likes auf Facebook. Genau. Und dann möchte ich nochmal unser Kameramann bzw. Kameramänner Domi und Max begrüßen. Danke, dass ihr für uns die Gameplays aufnimmt. Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Die machen nämlich auch Commentaries, oder? Ja, die machen auch Videos. Guckt auf jeden Fall mal vorbei. Jo. Weil ich meine, das ist schon nett von denen, wenn sie sich immer die Mühe geben und die Gameplays für uns aufnehmen. Solange, bis wir uns die HDPVR oder Alligator holen. Ah ja, eine Frage nochmal an euch. Was findet ihr jetzt eigentlich besser? Alligator oder wie die Scheiße heißt? Oder HDPVR? Deswegen wollte ich nochmal fragen, was besser ist und was wir uns doch lieber holen müssen oder sollen. Wäre auch meine Frage an euch gewesen. Naja, in diesem Sinne verabschieden wir uns mal mit einer 120er KD auf Raid. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, Sinn. Schwarm unterwegs.